Hey, hallo, ich bin's der Gabs und ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Tut mir leid, dass jetzt schon wieder so lange Zeit kein Video kam. Ich habe den Produktionsaufwand dieses Videos tatsächlich ein bisschen unterschätzt. Es ist ja auch mehr oder weniger ein 2-in-1 Video. Also zum einen ein Review zum 3D gedruckten Nest von Asama, also der zweite Teil davon, und ein Update zum Haltungsbericht der Lasis Imaginatus Kolonie. Auch hier interessanterweise der zweite Teil. Viel Spaß mit dem Video. Die Kolonie kennt ihr bisher aus dem einen einsamen Update und natürlich den Übersichtsvideos. Sie entwickelt sich mittlerweile auch ganz okay, ist aber natürlich auch schon 2 Jahre alt und könnte längst sehr, sehr viel größer sein. Wie man sieht, ist in der Arena auch jede Menge los, obwohl ich sie eigentlich regelmäßig und genug füttere. Im Reagenzglas selber ist auch tatsächlich noch ein bisschen Platz, aber ich habe mich trotzdem schon entschieden, das Nest anzubieten und bin mir ziemlich sicher, dass sie es gut und schnell annehmen. Wenn euch übrigens die Vorbereitung des Nests interessiert, Link zum Unboxing und Zusammenbau gibt es in der Videobeschreibung, in der Infobox, wenn ich es nicht vergesse, sowie am Ende des Videos in der Endcard. Jetzt rede ich aber nicht mehr lange um den heißen Brei herum. Nest und Arena werden endlich zusammengeschlossen. Dafür verbinde ich sie einfach mit so einem kurzen Schlauch. Lasius ist ja nicht unbedingt bekannt dafür, viele Laufwege zu brauchen. Und damit es im Nest auch schön gemütlich wird, muss ich natürlich auch ein bisschen bewässern. Bei der Kolonie ist es allerdings so, dass die Ameisen die Schlauchausgänge mit der Watte tatsächlich generell nicht so interessant finden wie die Messoren zum Beispiel, die ja dann doch die ganze Zeit da mit Knabbern beschäftigt waren. Es könnte also eine Weile dauern, bis die Ameisen den neuen Ausgang entdecken. Irgendwann habe ich dann einfach eine kleine Brücke gebaut, mit so einem kleinen Ästchen von einer Eiche, in der Hoffnung, dass die Ameisen dann beim Erkunden dieses neuartigen Objekts die Schlauchausgänge finden und damit auch das Portal zu einer neuen Welt. Relativ schnell hat dann auch eine Arbeiter das Holzstück entdeckt, allerdings scheinbar für nicht weiter interessant befunden. Gut, das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich zeitgleich ein bisschen Honig noch gefüttert habe. Und Honig ist natürlich interessanter als Holz. Eine Weile später haben sie dann doch auch Zeit gehabt, die Brücke genau in Augenschein zu nehmen. Und irgendwann hat sich auch eine Arbeiterin durch den Schlauch ins neue Nest getraut. Natürlich konnte die ihre Klappe nicht halten und hat es gleich den anderen erzählt. Am nächsten Tag erwartet mich dann im alten Regenzlasnest folgender Anblick. Brut war zwar schon noch da, aber viele Larven scheinen zu fehlen. Außerdem war ein Großteil der Arbeiterinnen ebenfalls weg. Die Königin habe ich nicht mehr gesehen, aber die könnte auch genauso gut bei dem Watte-Sand-Matsch-Haufen da hinter den Aufklebern im RG-Nest versteckt sein. Ja, wird dann wohl Zeit, einen Blick ins Nest zu werfen. Ha, das ging ja ganz schön schnell. Ein Teil der Kolonie ist offenbar umgezogen. Ein paar Larvenpuppen liegen da in Eingangnähe, aber auch an anderen Stellen im Nest mit und ohne Gips findet sich ein bisschen Brut und natürlich auch Arbeiterinnen. Ein paar Arbeiterinnen scheinen sogar über Nacht im neuen Nest geschlüpft zu sein. Ist die Königin vielleicht auch schon da? Also ich habe sie jetzt nicht entdeckt. Dürfte wohl wirklich im Watte-Matsch versteckt sein. Aber jetzt erstmal ein kleiner Zeitsprung in die Gegenwart. Der Umzug ist nämlich schon wieder eine ganze Weile her.
An der Aktivität in der Arena hat sich tatsächlich nicht so viel geändert, sie ist ein bisschen nach unten gegangen. Allerdings, was mir aufgefallen ist, mittlerweile scheint der Ausbruchschutz die Ameisen nicht mehr wirklich zu interessieren. Wenn nicht gerade der Deckel drauf ist, laufen schon nach kurzer Zeit Arbeiterinnen draußen herum. Das Paraffinöl auf dem Kunststoff scheint tatsächlich nicht die ideale Lösung zu sein. Und man liest ja auch immer wieder, dass für kleine Arten eher Talkum geeignet ist. Zum Glück habe ich ja mittlerweile einen mehr als ausreichenden Vorrat. Damit mir die Ameisen beim Ausbruchschutz aufschlagen nicht in die Quere kommen, kriegen sie jetzt nochmal ein bisschen Honig. Relativ schnell sind dann auch alle mit Schlürfen beschäftigt und ich kann in Ruhe arbeiten. Ich mische einfach etwas Talkum mit Ethanol in so einem alten Joghurtbecher. Das Ethanol hat den Vorteil, dass es schnell verdunstet und die Talkumschicht deswegen nicht rissig wird. Das habe ich schon öfter gelesen oder gehört von Leuten, die es mit Wasser vermischen. Braucht ja sehr viel länger zum Trocknen. Bei Ethanol geht es innerhalb von wenigen Minuten. Dann wird einfach mit einem weichen Pinsel oder dergleichen eine Schicht von der Talkumcreme aufgetragen. Wenn man da einmal drüber geht, dann reicht es auch, weil die Schicht trocknet ja relativ schnell ein und wenn man dann nochmal mit dem Pinsel mit dem Nassen drüber geht, dann verwischt man das Talkum eher wieder. Dann lasse ich es noch trocknen und schon ist es fertig. Und bis jetzt funktioniert die Barriere eigentlich ganz gut. Ich finde keine Ameisen mehr auf dem Deckel oder gar außerhalb der Arena. Und ich hoffe, das bleibt jetzt auch eine Weile so. So, jetzt wird's aber Zeit, auch einen kleinen Blick ins Nest zu werfen. Ja, und wie man sieht, geht es der Kolonie in dem 3D-Nest wunderbar. Mittlerweile sind einige Arbeiterinnen wieder dazugekommen und sie haben sich da drin auch ein bisschen gemütlich gemacht. Man sieht, da ist Sand und Dreck auch schon drin, Larven, Eier und Puppen ein bisschen aufgeteilt. Puppen werden nach wie vor im Reagenzglasnest in der Arena gelagert, primär zumindest. Aber die ganze restliche Brut ist mittlerweile schon im 3D-Nest aufgehoben. Die Königin ist natürlich auch hier. Und insgesamt scheinen die Ameisen auch sehr, sehr zufrieden zu sein, wenn ich nicht gerade anfange, am Deckel rumzuwackeln und den auch noch hochzuheben. Ja, was ist mein Fazit dann soweit zu dem Nest? Ich habe einige Kommentare bekommen, ein, zwei Kommentare waren dabei, die die Druckqualität von dem Nest bemängelt haben, weil man halt die einzelnen Schichten sieht und auch, dass da so kleine Knubbel drin sind. Das ist was mir persönlich jetzt nicht so viel macht, weil es halt ein rein ästhetischer Aspekt ist im Grunde. Einzig bei den kleineren Teilen, wie den Schlauchanschlüssen oder dem Reagenzglashalter. Man hat sie ja im letzten Video gesehen, der ist leider zu Bruch gegangen. Da kann sich die Druckqualität halt schon auswirken. Aber soweit ich weiß, soll das Nest ohnehin nicht in der Druckform in irgendeinen Shop kommen, sondern wird ja gratis zum Download zur Verfügung gestellt, sodass sich das mit der Qualität dann jeder selber einstellen kann. Ich bin soweit super zufrieden mit dem Nest, den Ameisen scheint es auch gut zu gefallen. Und solange sich nicht irgendwann irgendwo ein riesiges Loch auftut und alle Ameisen in die Wohnung lässt, werde ich es auf jeden Fall mit Freuden weiterverwenden. Und damit ist dann auch schon das Ende dieses Videos erreicht. Was habt ihr bisher für Erfahrungen mit 3D-Nestern gemacht? Ist ja nicht gerade das Natürlichste, was man seinen Ameisen anbieten kann. Aber bis jetzt bin ich mit meinem ersten 3D-Nest absolut zufrieden. Aber lasst uns darüber einfach mal in den Kommentaren quatschen. Ach ja, an alle Neuen, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao!